Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir erleben es jetzt zum wiederholten Mal, dass im Rahmen der Beratung eines Gesetzes, das Gestaltung sachbezogener Fragen aufwirft, kurzfristig Dinge eingefügt werden, die aus ideologischen Irrwegen der Regierung resultieren. Die notwendige Debatte um spezifische Probleme des Gesetzes wird durch den kurzfristig eingeschobenen Änderungsantrag zum Stabilisierungsfondsgesetz überschattet. Nochmal 66 Milliarden Kreditermächtigung soll die KfW bekommen, um Energieunternehmen stärker zu unterstützen. Das lehnen wir ab. Die Überlegung, Energieunternehmen staatlich zu stützen, wäre nur dann zu rechtfertigen, wenn im gleichen Zuge die Ursachen für die Probleme behoben werden würden. Das aber tut die Regierung aus ideologischer Verbohrtheit eben nicht. Die Begründung der Regierung für die zusätzliche Kreditermächtigung ist ebenso entlarvend wie skandalös. Ich zitiere: Die Kreditermächtigung ist erforderlich, damit das Vertrauen der Wirtschaft und der Öffentlichkeit in die Maßnahmenpakete der Bundesregierung keinen Schaden nimmt. Die Bundesregierung sorgt sich also um ihr eigenes Image, während der Schaden für die deutsche Wirtschaft und die deutschen Bürger ins Unermessliche wächst. Das ist eine Schande, meine Damen und Herren. Sie machen Arbeiter, Familien und mittelständische Unternehmen zu Bittstellern, die auf die Hilfe des Staates angewiesen sind. Und täglich kommen Hilferufe ganzer Branchen, die mit dem Rücken zur Wand in Deutschland heute stehen. Darunter auch die Brauereien, denen Sie jetzt wieder die ermäßigten Steuersätze zugestehen wollen, was diesen wahrscheinlich auch nicht helfen wird, weil das CO2, das zur Abfüllung des Biers benötigt wird, knapp und teuer ist. Lieferanten von CO2 liefern unter Verweis auf höhere Gewalt nicht mehr die vereinbarten Mengen und zur vereinbarten Zeit. Aber man leidet hier nicht unter höherer Gewalt, man leidet unter der Unfähigkeit dieser Bundesregierung, die die Lieferketten zerstört hat, meine Damen und Herren. Die Energiekrise ist hausgemacht. Sie ist das Ergebnis einer ganzen Reihe von Fehlentscheidungen der Altparteien. Wir begrüßen aber vor diesem Hintergrund gerade den Antrag der CDU, die Gasumlage abzuschaffen. Diesem werden wir zustimmen. Das ist richtig und weise. Die gesamte sogenannte Energiewende, die Sie propagieren, war von Anbeginn an ein Verarmungsprogramm für die deutsche Bevölkerung und ein Zerschlagungsprogramm für unsere Wirtschaft. Keines Ihrer Ziele haben Sie mit der Energiewende erreicht. Die Bezahlbarkeit ist dahin, die Versorgungssicherheit ist dahin und die Umweltverträglichkeit ist auch beim Teufel. Nichts ist geblieben von Ihrer Politik, meine Damen und Herren. Durch die im Zuge des Russlandkrieges des Russland-Ukraine-Krieges eingeleitete Sanktionspolitik gegenüber Russland hat die Bundesregierung die Energieknappheit noch einmal dramatisch verschärft. Familienbetriebe, die seit Generationen bestehen, müssen jetzt aufgeben. Und auch Familien, die bisher gut gelebt haben oder zumindest auskamen, müssen sich dank ihrer existenzvernichtenden Politik nun die Frage stellen, ob man im Winter besser frieren oder hungern soll, meine Damen und Herren. Es sind Bürger und vielfach auch Unternehmer, die genau in diesen Angelegenheiten auf die Straße gehen, nämlich aufgrund ihrer verfehlten Politik. Die gehen auf die Straße, und sie werden von ihrer Regierung als Verfassungsfeinde und als Demokratiefeinde diffamiert. Das ist eine Schande. Allein in Ostdeutschland sind 50.000 Menschen letzten Montag auf die Straße gegangen. Und ich will Ihnen Folgendes sagen, da können Sie hier reinschreien, wie Sie wollen von den Grünen, da kommen Sie nicht von weg. Diese Menschen gehen auf die Straße, weil es ihnen schlecht geht aufgrund ihrer Politik. Und wir als AfD, wir sind die einzige Fraktion, die sich felsenfest hinter diese Menschen stellt, und zwar in ganz Deutschland, und das insbesondere bei unserer großen Demonstration am 8. Oktober. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Reichert. Ich unterbreche Moment. Sie können sich bitte wieder hinsetzen. Das dauert ein bisschen jetzt. Ich unterbreche jetzt die Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt und komme zurück zu den Wahlergebnissen der Wahlen, die wir hinter uns gebracht haben. Ich rufe zunächst Top 11b noch einmal auf und setze das dort fort. Wir treffen die Wahl der Mitglieder des Gremiums gemäß § 5 des Gesetzes zur Finanzierung der Bundeswehr und zur Errichtung eines Sondervermögens Bundeswehr. Von den 736 Kolleginnen und Kollegen, die diesem Hause angehören, haben 664 ihre Stimmzettel abgegeben. Von den Abgeordnetenstimmen fielen auf Dr. Wiebke Ester, 508 Ja-Stimmen, 93 Nein-Stimmen, 44 Enthaltungen, 19 ungültige Stimmen.
Auf den Abgeordneten Wolfgang Helmich entfielen 522 Ja-Stimmen, 79 Nein-Stimmen, 43 Enthaltungen und 20 ungültige Stimmen. Auf den Kollegen Dr. Thorsten Rudolph entfielen 512 Ja-Stimmen, 85 Nein-Stimmen, 47 Enthaltungen und 20 ungültige Stimmen. Das ist ja sensationell. Auf den Kollegen Andreas Schwarz entfielen 530 Ja-Stimmen, 77 Nein-Stimmen, 38 Enthaltungen bei 19 ungültigen Stimmen. Auf den Kollegen Dr. Reinhard Brandl entfielen 521 Ja-Stimmen, 65 Nein-Stimmen, 42 Enthaltungen und 36 ungültige Stimmen. Auf den Kollegen Ingo Gedekens entfielen 534 Ja-Stimmen, 52 Nein-Stimmen, 42 Enthaltungen und 36 ungültige Stimmen. Der Kollege Christian Haase erhielt 535 Ja-Stimmen, 54 Nein-Stimmen, 40 Enthaltungen und gut. Also der Kollege Christian Haase, wie gesagt, 535 Ja-Stimmen, 54 Nein-Stimmen, 40 Enthaltungen und 35 ungültige Stimmen. Die Kollegin Sarah Nanni enthielt 489 Ja-Stimmen, 102 Nein-Stimmen, 48 Enthaltungen und 25 ungültige Stimmen. Der Kollege Dr. Sebastian Schäfer erhielt 499 Ja-Stimmen, 95 Nein-Stimmen, 45 Enthaltungen bei 25 ungültigen Stimmen. Der Kollege Carsten Klein erhielt 544 Ja-Stimmen, 57 Nein-Stimmen, 40 Enthaltungen bei 23 ungültigen Stimmen. Der Kollege Dr. Thorsten Lieb erhielt 539 Ja-Stimmen, 60 Nein-Stimmen, 41 Enthaltungen und 24 ungültige Stimmen. Auf den Kollegen Dr. Michael Espendiller entfielen 114 Ja-Stimmen, 435 Nein-Stimmen, 27 Enthaltungen und 88 Menschen haben ihre Stimme ungültig abgegeben. Auf die Kollegin Dr. Gesine Lötzsch entfielen 314 Ja-Stimmen, 224 Nein-Stimmen bei 64 Enthaltungen und 58 ungültigen Stimmen. So, diese Abgeordneten, die ich Ihnen jetzt vorlese, haben die erforderliche Mehrheit von 369 Stimmen erreicht. Sie sind damit als Mitglieder des Gremiums gemäß § 5 des Gesetzes zur Finanzierung der Bundeswehr und zur Errichtung eines Sondervermögensbundeswehr gewählt. Die Abgeordneten Dr. Wiebke Ester, Wolfgang Helmich, Dr. Thorsten Rudolph, Andreas Schwarz, Dr. Reinhard Brandl, Ingo Gedekens, Christian Haase, die Kollegin Sarah Nanni, der Kollege Dr. Sebastian Schäfer, Carsten Klein und Dr. Thorsten Lieb. Sie haben die erforderliche Mehrheit von 369 Stimmen erreicht und sind damit gewählt. Die Abgeordneten Dr. Michael Espendiller und Dr. Gesine Lötzsch haben die erforderliche Mehrheit nicht erreicht. Damit ist der Tagesordnungspunkt 11 abgeschlossen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 12, der nur unterbrochen war. Wahl eines Stellvertreters der Präsidentin des Deutschen Bundestages, zweiter Wahlgang. Von den Kleinen Moment, Herr Dörfer, Sie kommen noch dran, keine Sorge. Von den 736 Mitgliedern des Deutschen Bundestages haben 664 Stimmzettel abgegeben. Wir haben null ungültige Stimmzettel. Mit Ja haben gestimmt 106 Abgeordnete, mit Nein haben gestimmt 545 Abgeordnete, Enthaltungen 13. Der Abgeordnete Dr. Malte Kaufmann hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 369 Stimmen nicht erreicht. Er ist damit nicht zum Stellvertreter der Präsidentin gewählt. Damit ist Top 12 abgearbeitet. Wir kommen zurück zu Top 13, Protokoll über die Wahl eines Mitglieds des Parlamentarischen Kontrollgremiums gemäß Artikel 45d des Grundgesetzes. Von den 736 Mitgliedern des Hauses haben 664 ihre Stimmen abgegeben, keine ungültigen Stimmen. Mit Ja haben gestimmt 92 Abgeordnete, mit Nein haben gestimmt 556 Abgeordnete, Enthaltungen 16. Der Abgeordnete Martin Hess hat die nach § 2 Absatz 3 des Gesetzes über die parlamentarische Kontrolle nach dem Dienst der Tätigkeit des Bundes erforderliche Mehrheit von 369 Stimmen nicht erreicht. Er ist damit als Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums nicht gewählt. So, damit haben wir Top 13 abgearbeitet. Der Kollege Böhringer hat um ein Wort gebeten, das ich ihm erteile, obwohl das in der Geschäftsordnung so nicht vorgesehen ist. Aber gleichwohl, Herr Kollege Böhringer, Sie haben das Wort. Danke, Herr Präsident.